So, mittlerweile ist schon der neue Tag. Ich konnte nicht mehr weitermachen beim letzten Mal, aber das war mir schon klar, dass sich dieses Projekt über mehrere Tage ziehen wird. Mit den beiden Kleinen ist das immer nicht so einfach, alles dran zu bleiben an so einer Aktion. Und deswegen splittet sich das ein bisschen in verschiedene Etappen. So, wir machen jetzt weiter mit den Schubladen. Das ist mein heutiges Ziel. Wir haben ja das letzte Mal die Handtücher durchsortiert und die Bettwäsche. Und jetzt kommen die beiden Unterwäscheschubladen, die ich auch radikal durchsortieren werde. Ich habe sehr viele alte Socken und habe eigentlich doch immer nur die ein und dieselben an. Ja, die anderen liegen einfach darum. Schaut euch mal bitte dieses Chaos an. Und dasselbe Chaos finden wir hier. Das sind unsere beiden Schubladen, die wir haben. Die habe ich schon mal damals unterteilt in die einzelnen Bereiche mit diesen super tollen Scooby-Fächern von IKEA. Da haben wir hier Unterhosen, hier sind Socken, hier ist Bademode, BHs, Kuschelsocken und dergleichen. Mein Mann hat hier Socken drin, Unterhosen, Gürtel und er liebt seine Taschentücher, die er nutzt, wenn er mal Schnupfen hat. Er mag diese Einwegtücher nicht so gerne. Ja, und da werden wir jetzt aber mal durchschauen, welche Socken von der Qualität noch so sind, dass man sie gebrauchen kann. Ich habe schon immer damit angefangen, Socken, die fast durchgelaufen sind, zu entsorgen, bevor ich sie nochmal mitwasche und nochmal durchtrage oder nochmal trage, bis sie dann durchgelaufen sind und ein Loch drin ist. Ja, da werde ich mal schauen, da wird bestimmt einiges jetzt rausfliegen. So, das heißt die Ausbeute, was alles aus unserem Schrank rausfliegen wird. Wir haben jetzt wirklich zwei schön geordnete Schubladen. Ich habe meine Socken aussortiert. Die Unterhosen habe ich etwas aussortiert, wobei, da muss ich sagen, habe ich gar nicht so viele, die jetzt, die ich weggemacht habe. In meiner Schwangerschaft hatte ich mir da neue gekauft. Das waren damals, glaube ich, 6 oder 7 Stück und die ziehe ich auch noch immer sehr gerne an. Die werde ich auch jetzt alle behalten. Aber Socken habe ich ziemlich durchsortiert. Ich habe alle Socken weggemacht, bei denen ich eigentlich sonst immer gedacht habe, ach nö, mag ich nicht anziehen, ne? Weil ich habe einige, die vom Stoff her sehr kratzig geworden sind. So, die habe ich aussortiert. Ich habe welche, die etwas durchgelaufen waren, die habe ich jetzt auch aussortiert. Dann habe ich hier aber eine schöne Unterteilung machen können, nämlich einmal dieses kleine Fach mit Socken, die nur knöchelhoch sind, also die man sehr gut in Sneaker oder dergleichen anziehen kann. Und das hier sind die normalen Strümpfe, die über den Knöchel gehen, also auch für den Winter geeignet sind. Das sind meine Pünktchensocken, die ich da behalten habe. Ich habe aber vor allem meine Smiley-Socken behalten, auf die stehe ich nämlich total. Die mussten natürlich bleiben. Hier finden wir die Unterwäsche, die habe ich da jetzt reingemacht. Socken, Socken. Und hier sind ist meine Badebekleidung und mein BH. Ich habe tatsächlich nur 2 BHs. Ich trage nur BHs aus dem Hunkemöller. Die liebe ich über alles. Da habe ich mir die Woche tatsächlich nochmal 2 neue gekauft. Dadurch, dass ich nicht mehr so viel stille, haben die anderen nicht mehr gut gepasst. Und einer ist mir tatsächlich kaputt gegangen. Das habe ich noch nie gehabt in den letzten 7 Jahren, wo ich ausschließlich diese Marke trage. Ja, da habe ich mir 2 neue gekauft. Die alten 2 habe ich direkt entsorgt. Den einen habe ich habe den neuen angelassen im Laden, habe den alten direkt dort entsorgt. Ich musste selber lachen, die Verkäuferin. Und habe einen halt jetzt auf Vorrat hier drin liegen. Das Gute ist an diesem Balkon-BHs, dass man die Träger abmachen kann. Das heißt, man hat in einem auch direkt ein BH ohne Träger. Also da braucht man auch keine x verschiedenen. In der Schublade meines Mannes ist auch Ordnung eingezogen. Hier haben wir sehr viele Socken von ihm. Da habe ich 2, 3 Paar habe ich weggemacht. Das sind wirklich diese dicken Tennissocken, die er nie trägt. Die habe ich jetzt entsorgt. Hier sind seine Boxershorts. Hier haben wir seine Badehosen. Da haben wir noch 2 Bandagen fürs Knie. Wir haben nämlich beide das rechte Knie demoliert. Da sind Gürtel und hier sind seine Tempotaschentücher bzw. seine Stofftaschentücher. Da habe ich jetzt auch nichts entsorgt. Da, wenn er mal braucht, er von denen recht viele, damit er sie auch regelmäßig wechseln kann. Und da wollte ich jetzt auch nichts davon entsorgen. Ja, damit wären diese beiden Schubladen durchsortiert und geräumt und fertig.